Ja, moin moin und ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Stream, ihr Lieben. Heute live aus WeatherTech, Rennen 1 der HPSR. Live aus WeatherTech. Wir fahren heute die WeatherTech Raceway Laguna Seca, 60 Minuten lang. Es ist eine echte Rennstrecke, das bedeutet, die gibt es im realen Leben. Streckenlänge pro Runde müssen die Fahrer jeweils 3,6 Kilometer zurücklegen. Längste Gerade 453 Meter, Höhenunterschied 55 Meter. Das heißt, es wird wieder eine kleine Berg- und Talfahrt. Aber ja, gucken wir einfach mal, wie es so ausschaut. Underdog Andy schon auf der Strecke. Hier muss man noch mal ganz kurz kleines bisschen leiser machen, so. Moinsen! Schön, dass du da bist, Air Buddy. Roppe Fox, schön, danke dir für dein Follow. Schwanemann, danke dir für dein Follow. HPSR, Air Buddy, danke dir für dein Follow. D23 Navier, danke dir für dein Follow. Ich hoffe, ich habe das so richtig gelesen. Kaputnix, danke dir, danke schön für dein Follow. Und Lord of G, danke dir für dein Follow. So, nicht wundern, ich bin ein kleines bisschen erkältet. Aber ja, ich versuche natürlich trotzdem zu streamen. Erba die Moinsen und D23 Navi, Hallöchen. Schön, dass du zuguckst. Moinsen, erstmal Motorsport und Chat. Danke dir, Kaputnix. Schön, dass du zuguckst. Guten Abend, Andreas. Schön, dass du zuguckst. Danke dir für dein Follow, Andreas. Wirklich wunderschön. Ja, wir gucken jetzt einfach mal beim Mr. Keys. Man muss spoilern. Alles klärchen, kaputt nichts, gerne. Danke dir, Andreas. Ja, wie gesagt, wir gucken jetzt mal gerade hier so eine kleine Hotlap vom Mr. Keys an, damit ihr mal so seht, wie die Fahrer das Ganze aus der Cockpit-Perspektive sehen. Gute kaputt nichts, Andreas. Ja, Tag auch. Guten Abend. So. Begrüßungen noch abfertigen und dann können wir los. Ja, ihr seht es hier. Ihr habt es gerade eben gesehen, da geht es dann auch schon in eine recht schnell noch eine rauchen, auf jeden Fall, aber bitte im Fahrerlager nur, nicht an der Zapfsäule. Guten Abend, Roppe Fox. Gut, dann machen wir gleich nochmal weiter mit der Dings. Guten Abend zusammen. Machen wir gleich nochmal, legen wir gleich nochmal los mit der schnellen Kurve. Dann nehmen wir mal den Air Buddy, da seht ihr es. Eine recht lange Start- und Zielgerade, die dann in eine, ja, offene Linkskurve kommt. Noch eine offene Linkskurve. Und jetzt muss man versuchen, richtig abzubremsen, damit man diese enge Linkskurve unten schafft und damit man nicht im Kiesbett landet. Weiter geht's mit einer recht engen Rechtskurve, wo man auch wieder gucken muss, dass man nicht zu viel Zeit verliert. Ansonsten kann es sein, dass man im Kiesbett auch wieder landet. Dann natürlich, jetzt wird es ein bisschen offener und jetzt muss man gleich gucken, dass man ja abbremst, aber nicht zu viel abbremst, damit man hier natürlich mit genug Speed den Berg hochkommt. Denn da auch da kann man einiges an Zeit liegen lassen. Jetzt geht's in die Mutkurve und gleich in dieses Getümmel, was oben am Berg ist. Ja, die hat er jetzt leider nicht geschafft. Aber ihr seht, da muss man oben drin aufpassen. Weiter geht's mit einer wirklich engeren Linkskurve. Achtung, pass auf, Air Buddy, deine Reifen sind noch dreckig vom Kiesbett. Dann noch in eine, ja, mittlere Rechtskurve. Und dann muss man versuchen, so gut es geht, hier rumzukommen. Denn dann, ja,
Da ist er jetzt dann auch wieder zu weit raus. Aber ihr seht es, da vorne ist dann auch schon wieder die Start-Ziel-Gerade. Ja, beim Lord of G sieht man es nochmal ganz gut. Der fährt den McLaren, das ist ein McLaren-Kumpel. Ich fahre auch McLaren. Schön zu sehen, dass er auch von anderen gefahren wird. Auch mit einem, ja, mit einem hübschen Design. Wirklich sehr hübsch. Und ja, da seht ihr nochmal die enge Linkskurve nach der Start- und Zielgeraden, würde ich jetzt mal sagen. Au, da dreht er sich doch ganz gut. Roppe Fox. Macht Werbung für Makita, schön. Wollt bloß Bescheid geben, wenn einer im Kiesbett Eimerchen und Schaufelchen findet liegen lassen, ist meins, MFG. Alles gleich in kaputt nix. Ich hab da leider nichts gesehen. So. Bin auch Fahrer, Andy Hayes. Alles Klärchen. Viel Spaß dir beim Rennen und toi toi toi. HPSRR Buddy. Ja, auch ein schönes Design. Keine Frage, Gecko an der Box. Sabans an der Box, Lord of G an der Box und Andy Hayes, der gerade eben ja noch in den Chat geschrieben hat, jetzt auch wieder. Liebe Grüße gehen raus. F1 Reifenbrot fährt auch mit. Coole Sache. Hat eine 0,5 Sekunden Zeitstrafe, jetzt gerade ein bisschen im Kiesbett gelandet und fährt den Ford Mustang. Ja. Hübsches Design, keine Frage. Und wir haben auch schon die erste schnelle gefahrene Runde hier im Training. Eine 1:29.197 vom F1-Reifenbrot. Dann haben wir noch Navy Red, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Im schönen Renault Megane Trophy müsste das sein. Der Trophy unterscheidet sich ja vom normalen Megane Gruppe 4 in dem Sinne, dass der Trophy, soweit ich weiß, glaube ich, ein Heck, also ein Heckantriebler ist und der normale Megane ein Frontantriebler. Navy reicht, alles Klärchen. Danke. Da ist auch der Gecko im Hintergrund, fährt auch anscheinend einen Moment, ich muss mal kurz drauf gehen. Hier, Mann. Ja, Lord of G, go for Podium. Ich drücke ihm die Daumen auch. Also ich drücke hier jedem Fahrer die Daumen, dann müsst ihr wissen. Gecko fährt auch McLaren, schön. Auch in einem, ja, wunderschönen Design. Wirklich. Freut mich zu sehen, dass hier auch McLaren vertreten ist. Denn den fahre ich zum Beispiel aktuell in der GT Lab Meisterschaft. Moinsen Urquattro, schön, dass du zuguckst. So, nicht wundern, ich trinke ab und an mal zwischendurch drin. Das ist wichtig, damit ich nicht dehydriere. Klar, das ist jetzt nicht die Jahreszeit dafür, aber man muss trotzdem auch immer schön auf seinen Trinkhaushalt achten. Und ihr macht das bitte auch. Hallihallo, Chefe. Vani fehlt. Mahlzeit Simpact. Schön, dass du da bist. Ich will lieber fahren. Ja, ich hab da leider... Moin, viel Spaß, Leute. Dankeschön, dir auch. Du kommst nicht, oder? Aber 1 und 1 sagt nö. Ja, mein Lieber, das tut mir leid. Ich hätte es dir echt gern gegönnt. Nein, habe 2,8 MB Download. Eieiei. Das ist nicht so toll. Aber trotzdem... und 580 kb Upload, alles klar. Aber trotzdem schön zu sehen, dass du hier im Chat bist.
hier ein bisschen reinschreibst. Ich sag mal so, gestern hatte ein Kollege von mir auch Internetprobleme gehabt und der hat trotzdem dann bei uns beim Rennen mit supportet. Machst du noch die Namen über den Autos aus? Stören irgendwie, danke. Hat seine Anzeigen, ihr meint so, ne? So müsste das richtig sein. Dann wäre das schnell geklärt. Sehr schön, perfekt. Ich habe gerne geholfen. Wani ist jetzt beigetreten im Raum. Macht keinen Sinn, auf jeden Fall so zu fahren. Muss ja schauen, dass alles ordnungsgemäß abläuft hier. Ja, mein Lieber, ich kann nur noch mal Danke sagen, dass ihr mir die Gelegenheit gibt, für euch zu streamen. Das bringt mich zum Beispiel auch voran in meiner kleinen Streaming-Karriere. Obwohl ich halt nicht wirklich darauf aus bin, jetzt wirklich irgendwie groß rauszukommen oder so, sondern einfach nur, ja, hier und da ein bisschen zu streamen, und das macht mir halt schon Spaß. Aber dann doch 18 Zuschauer, freut mich wirklich sehr. Ja, Simpack, tut mir leid. Dann auch noch heute beim Auftakt. Kommt alles nach und nach, und wir haben zu danken, dass du es mit uns durchziehst. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich sehe das nämlich so, wir sind eine Community und wir sollten auch so als eine Art eine Community agieren, und dass, wenn ihr jemand braucht, der streamt oder so, dass ich dann euch aushelfe, ihr uns auch mal aushelft oder sonst irgendwie was, dass man sich halt gegenseitig irgendwie hilft. Und da kann ich nur wieder den Spruch von dem Streamer Riva Bolo zitieren: One Love, One Community. Und so, ja, so sehe ich das, so sollten wir auch miteinander agieren. D23Zero, danke dir für dein Follow. Ich glaube, jetzt geht's langsam ins Qualifying. Und Madame, danke dir auch für dein Follow. GCR Neo Tyro, danke dir für dein Follow. HPSR Urquattro, danke dir für dein Follow. Prinz Linz, danke dir für dein Follow. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alle vorgelesen. So, da fahren auch die ersten schon raus. Ein Roppe Fox. Ja, fährt jetzt raus. Der fährt einen Jaguar, so wie ich das sehe. Und, Namen zusammen. Namen Schwanemann. Kurze Frage noch. Soll ich hier nach dem Rennen dann die Leute noch zu einem anderen Streamer weiterleiten? Bitte da mal kurz an die Orga, wenn die zuguckt, dass ihr mir dann kurz mal Bescheid gebt.
Summer im Honda unterwegs, schön. Danach Andy im M4. Underdog Andy im Mustang. Mr. Keys im Porsche. Navy im Megane Trophy. Sabans O im Lexus, auch schön. Reifenbrot im, ja, im Mustang. Namen GTRP Polini. Also Split 1 oder 2 raiden. Ich kann es versuchen. Bin nicht Orga, aber kannst weiter raiden, dann zu Split 1 oder 2. Ich kann es zumindest versuchen. Dann würde ich nämlich danach zu Björn weiter raiden. Der macht ja heute Abend auch, so wie ich das weiß. Und der macht doch einen späteren. Oder macht er jetzt Split 4? So, für Europa Fox geht's jetzt auf die, beziehungsweise ist jetzt auf der Hotlap. Bin ich mal gespannt, was er jetzt gleich fährt. Aber noch gespannter bin ich, wie er jetzt hier durch die Kurve durchkommt. Ja, rutscht ein bisschen. S4 macht Stefan. Alles klar, danke dir. Kommt jetzt bisher ganz gut durch die Kurve. Nur Split 1, Split 2 beim Nick. Okay. Also kann ich ja dann mal gucken, zu wem ich raide am besten. Wie gesagt, ihr müsst mir da aber so ein bisschen, also mit mir so ein bisschen nachsichtig sein, weil das Problem ist mit dem Raiden, ich habe das jetzt noch nie so oft gemacht. Aber bisher, wo ich es gemacht habe, hat es eigentlich immer geklappt. Aktuell schnellste Runde im Qualifying. 1:29.440 vom BR Sama. Alles gut, wird schon. So sehe ich das auch kaputt, nix. Anidog 1:30.655. Neueste, schnellste gefahrene Runde vom Navy. 1:29.181. Wunderschöne Zeit. So, nun mal Rennen gucken, sind ja nicht zum Spaß hier. Also ich bin definitiv zum Spaß hier, aber ja, klar, auch ein klein bisschen Arbeit dabei. Ne, Spaß. Ich wünsche jedem Zuschauer, der hier zuguckt, natürlich viel Spaß und den Fahrern, die hier zugucken, alles Liebe, toi 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 und auf einen Schrottfalls und gutes Rennen. Mr. Keys. Der hat bisher eine 1:31.116 gefahren. Als schnellste Runde von ihm bisher, kommt jetzt wieder in die Box rein. Rest, go. Okay. Ich weiß halt leider nicht, wie das bei euch im Qualifying jetzt abläuft. Wäre nett, wenn mich da vielleicht einer mal so ein bisschen... Na, mal so ein bisschen aufklärt. Denn ich sehe ja jetzt hier, wie dann reingeschrieben wurde, dass ja immer mal wieder ein paar rausgeschickt worden sind, die auch viel Spaß bei der HPSR-Serie und danke, dass du das streamst. Sehr, sehr gerne, Schwanenmann. Sehr, sehr gerne. Möchte jetzt doch keiner mehr rausfahren. Ah ne, da sind noch ein paar. Oh ja. Airbuddy und Warnie im
Zweikampf, könnte man schon fast sagen. Er ist auf jeden Fall gut dabei und dicht hinten dran. Mal gucken, wie er so durch die Kurve kommt. Fährt ein Aston Martin, auch schönes Design. Ja, der Airbody leckt ein kleines bisschen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. So, und jetzt kann versuchen, der Warny vom Airbody den Windschatten mitzunutzen. Ja, gut um die Kurve rumkommen. Und dann natürlich wieder Feuer geben. Die eine Hälfte zuerst, dann die zweite Gruppe. Jeder eine Hotlap danach, Start, Reifen wechseln und Sektor 2 sammeln, damit die Zeit so ploppt. Okay. Dann ein paar Minuten Pause und Start. Okay. Okay, danke dir, kaputt nix. Mich hat es jetzt nur gewundert, weil bei uns ist es halt so, dass direkt alle fahren dürfen. Aber das, ja, das darf ja jede Liga so bestimmen, wie sie möchte. Und es ist auch cool mit anzusehen, dass immer nur ein paar auf die Strecke dürfen. Sagen wir es mal so. Oh, mal gucken. Und schön solide da oben durch diese enge Kurve gefahren. Die ist auch böse, sehr, sehr böse. Danach Landi im Ferrari, auch wunderschön. Und Basti im McLaren geht jetzt auf die, geht jetzt natürlich auf die, also auf seine Hotlap. So, nicht wundern, ich gucke jetzt mal gerade, wie es meinem McLaren-Kollegen geht. Was der Herr da vorne macht, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. Na, driftet ein bisschen. Ist ja nicht schlimm. Reifenfenster und Sektor 2. Oh, 3 Sekunden Zeitstrafe hat er jetzt kassiert. Na, jetzt ist er wieder an der Box. Reifenbrot fährt nochmal raus, aber ich glaube, der macht jetzt gleich. Der fährt jetzt gleich Richtung Startzielgerade. Wir haben eine neue schnellste Rundenzeit vom Reifenbrot: 1:28.760. Wahnsinn, der legt nochmal eine Schippe nach. Schön mit anzusehen. Genau, und da vorne wird dann jetzt dann aufgestellt. Das gibt noch ein paar schöne Bilder.
Wenn die sich in die Box beamen, ist die Zeit weg aus der Liste. Daher in Sektor 2 sammeln, damit die Reihenfolge zu sehen ist. Ach so, alles gut. Kein Problem. Ja, ein paar stellen sich da oben auf. Der noch da. Guten Morgen, Marpel. Schön, dass du zuguckst. Lord of G steht auch. Saman, schön, danke dir für dein Follow. Moinsen, ausgeschlafen. Servus miteinander, Servus NTT Racing, schön, dass du reinguckst. Auf ein gutes Rennen auf jeden Fall. Neue Rennserie für mich. Neuer Auftakt. Das kann nur cool werden. Ich freue mich schon. Viel Spaß bei unserer Serie. Danke dir. Den werde ich aber auf jeden Fall haben. Ich meine, ich war ja schon beim Shootout dabei und Shootout fand ich ja schon cool. Und umso mehr habe ich mich jetzt hier auf den Auftakt gefreut. So. Es geht los. Machst das toll weiter so. Danke dir, kaputt nix. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und die Lichter gehen aus und es geht los. Reifenbrot da vorne gegen Navy. Das sieht sehr spektakulär aus. Landy versucht es auch noch im Hintergrund. Danach Summer. Oh, da kommen einige raus. Oh, da dreht sich einer. Da dreht sich einer. Das müsste Andy. Nee, Andy nicht. Das müsste... Ja, Airbuddy ist es gewesen. Eieiei, ärgerlich. Ganz vorne nochmal Navy, der sich vor den Reifenbrot setzen konnte. Was für Wahnsinnsbilder. Danach Summer. Landy, der gegen Underdog versucht, sich durchzusetzen, beziehungsweise Lord of G auch noch. Wahnsinn. Danach Landy, Basti ganz hinten, Airbuddy wieder Luggy. Ja, das sah es für mich auch aus. Danach Calimero, Andy Hayes, danach Mr. Keys in Porsche, hat sich hinterm Andy Hayes angereiht. Danach Fox, oh, da musste aber gerade der Sabans auch ein bisschen aufpassen, dass er dem Fox nicht hinten drauf kracht. Sabans jetzt letzter. Ganz vorne Navy, der baut sich da vorne eine ganz gute Zeit auf. Aber der Reifenbrot ist immer noch gefährlich hinten dran im Windschatten. Gucken wir mal gerade ins Cockpit rein. Ja, jetzt kommt er nochmal gefährlich nah. Denk dran, dass du dich auf dein Rennen konzentrierst, Reifenbrot, und nicht versuchst, jetzt irgendwie Navy Red zu jagen. Das bringt nicht viel. Danach Ronnie im Aston Martin kann sich langsam vom Lord G so ein bisschen absetzen, so wie ich das sehe. Und der Lord G hat Summer noch hinten dran und den Underdog Andy. Da hinten dran ist auch der Calimero im Alfa Romeo. Schönes Design, so ganz nebenbei. Und danach Basti. Landy vom Mr. Keys. Mr. Keys jagt ihn gerade so ein bisschen. Gucken wir mal gerade, wie die durch die Namen. Daniel.
Da gehört. Danke dir für dein Follow. Go Navy. Auf jeden Fall. Der macht gerade einen soliden Job da vorne. Danach ist auch schon der Fox hinten dran. Der versucht jetzt an Mr. Keys vorbeizukommen. Aber er muss nochmal zurückstecken. Eieiei, da dreht sich einer. Es ist... Wer war es denn jetzt? Das müsste... Genau, Lord of G hat sich leider Gottes gedreht. Ist ärgerlich. Aber das Rennen geht ja noch ein bisschen. Hat einen Schaden an der Heckstange und hinten links. Ärgerlich, aber weiterfahren. Reifenbrot ganz vorne. Jetzt ja, ist immer noch sehr gefährlich zwischen den beiden. Danach Navy, der ist jetzt zurückgefallen. Nam Patero, schön, dass du da bist. Danach Wani. Und die können sich jetzt so langsam aber sicher so vom restlichen Mittelfeld absetzen. Denn das Mittelfeld wird gerade aktuell angeführt vom Calimero. Der ja so langsam aber sicher sich vom Sama absetzt. Danach Basti, der gefährlich nah hinterm Sama ist. Mr. Keys. Danach Fox. Ja, Moinsen erstmal. Ja, auch von mir Moinsen. So, Fox im Windschatten. Kommt näher. Könnte jetzt langsam versuchen, am Mr. Keys vorbeizukommen. Aber er steckt dann doch nochmal zurück. Danach der Air Buddy. Underdog Andy. Andy Hayes und Sabans. Lord of G, letzter. So. Ganz vorne wieder bei Reifenbrot, der jetzt 2,3 Sekunden vor dem Navy hat. Ja, der setzt sich jetzt langsam durch und langsam ab, dass der so ein bisschen chilliger fahren kann. Danach Navy. Da könnte der Warnie jetzt gefährlich. Sehr gefährlich. Ja, er versucht's jetzt. Er versucht's innen und kommt wunderbar an ihm vorbei. Wunderschön. Aber Navy immer noch gefährlich hinten dran. Der will natürlich seinen Platz zurückhaben. Und da versucht es auch noch Calimero, der jetzt auch nochmal gefährlich nah dran gerückt ist. Sammer vom Bonsai Racing Team, so wie ich das lesen kann. Der hat den Basti hinten dran. Ja, der kommt gefährlich nah, langsam. Ja, jetzt habe ich zu weit gedrückt. Ja, den könnte er sich gleich vielleicht holen. Bleiben wir mal kurz mit in der Cockpit-Perspektive drinnen. Ja, versucht ein bisschen links, aber steckt noch zurück. Kommt jetzt aber wieder gefährlich nah dran. Denkt dran, Leute, lasst euch ein bisschen Platz. Das hier ist ein Spiel und kein Krieg. Ich sehe schon da hinten. Air Buddy hat sich anscheinend gedreht. Ärgerlich.
Und da hinten dran Andy Hayes, der jetzt natürlich versuchen kann, am Airbody vorbeizukommen. Ganz vorne wieder bei Reifenbrot. Und Warney, der immer noch den Navy hinter sich hat. Da ist der Calimero hinten dran. Jetzt versucht das innen. Berührt ein bisschen den Navy. Und kann sich jetzt vor ihn setzen. Da hinten wird noch Staub aufgewirbelt zwischen Summer und Basti. Versucht es der Basti wieder. Ja, das sieht sehr, sehr eng aus, aber ich weiß, wie sich der Basti fühlt. Da durch diese Kurve und dann zu versuchen, noch einen zu überholen. Hat aber Purple für den Sektor bekommen. Aktuell schnellste gefahrene Rundenzeit vom Calimero 1:28.811. Und Landi hat eine 0,5 Sekunden Zeitstrafe kassiert. Die muss er jetzt abbauen und da versucht jetzt natürlich der Fox vorbeizukommen, Mr. Keys auch. Und da versucht jetzt der Andy auch noch. Und da ist aber auch schon Landi, der am Underdog Andy wieder vorbei möchte. Ah ja, ja, da ist er ein bisschen reingerutscht. Vorne, die Viererkette da, die wird sich noch ein klasse Rennen liefern. Die ersten 10 Minuten sind rum. Aber es bleibt gefährlich zwischen denen. Der versucht es jetzt. Ah, der muss nochmal zurückstecken. Und wieder hinten einordnen. Jetzt versucht das nochmal. Ah, ne, muss doch hinten dran bleiben. Bleibt aber gefährlich im Windschatten von Mr. Keys. Jetzt ist er innen. Da kann Mr. Keys aber dann doch nochmal ein bisschen schneller davonkommen. Währenddessen, Navy ganz vorne, Platz 4 immer noch, versucht natürlich, sich gegen Warney und Calimero durchzusetzen. Aber der Calimero, da ist ein ziemlich schneller und starker Fahrer mit seinem Alfa Romeo. Hält ja auch immer noch die schnellste Rundenzeit. Und Reifenbrot ist froh, denke ich mal, dass er sich da vorne nicht mit, dass er sich da hinten nicht noch mit rumschlagen muss aktuell. Sondern, dass er da vorne mit seinen 3,1 Sekunden Vorsprung dann doch mal ein bisschen durchatmen kann. Und jetzt Basti immer noch gegen Summer. Der Summer, der verteidigt aber auch echt gut. Ja, jetzt hat er versucht, dran vorbeizukommen, aber der Summer macht da dicht. Der macht da dicht, der will den Basti nicht vorbeilassen. Aber Basti immer noch im... Ja, wunderschön im Windschatten hinten dran, muss aber bald langsam rein zum Nachtanken. Während der Sama noch ein klein bisschen mehr im Sprit im Tank hat. Viel Spaß beim Streamen. Nachher hoff dein Stream-Pech ist zu Ende. Gönn dir. Ich drück dir die Daumen, NTT Racing. Wünsche dir auch nachher viel Spaß.
Oh, Underdog Andy ist im Kiesbett gelandet. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Da hinten dran Sabans und Andy Hayes. Airbuddy ganz Airbuddy vorletzter und Lord of G immer noch letzter, muss aber bald rein. Ich glaube, das wird jetzt seine letzte Runde. Der muss gleich nachtanken. Danach letzter Stream am Samstag war gut, passt schon. Dann wunderbar. Dann hoffe ich, dass für nachher nichts mehr im Wege steht. Ich würde dir dann meine Zuschauer versuchen rüber zu raiden. Danach Wani. Oh, kommt ein bisschen Skisback raus. Da baut aber vorne rechts der Reifen extrem schnell ab. Navy, der langsam Besuch vom Sama bekommt. Dahinter Fox, dann Mr. Key, Landy, Underdog Andy, Lord of G, Andy Hayes, Sabans und Basti an der Box. Calimero jetzt aktuell ganz vorne, muss aber gleich auch in die Box. Toi, 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 Nick, auf jeden Fall, ich drück dir die Daumen. Also ich drück dir auch die Daumen. Calimero muss gleich langsam aber sicher rein in die Box. Und seinen Tank macht ansonsten nicht mit. Reifenbrot da, dicht dahinter, der muss auch rein. Wani dreht noch eine Runde, der hat noch ein klein bisschen mehr im Tank. Der kann noch eine Runde draußen bleiben. Navy bleibt auch noch draußen. Genauso wie Sama. Fox kommt an die Box. Mr. Keys. Der bleibt draußen und Landy konnte noch mal gerade so die Karre retten. Also das war wirklich extrem, wie der da mit seiner Karre gekämpft hat. Underdog Andy auch an der Box, Airbuddy auch an der Box. Basti mit frischen weichen Reifen und einem vollen Tank versucht jetzt natürlich noch seine Position zu verbessern. Dann haben wir Sabans. Danke, bitte mein Lieber, bitte. Andy. Der Andy Hayes auf Platz 13 aktuell. Hat Haribo-Zeichen hinten drauf, das sehe ich jetzt erst. Schönes Ding, gefällt mir. Danach Lord of G. Frische, weiche Reifen und fast voll getankt, so wie ich das sehe. Danach Wani, blaue Flagge. Da umrundet der Wani vielleicht gleich den Lord of G, aber der Wani, der muss jetzt langsam rein, so wie ich das sehe. Eieiei. Vorne rechts ist nicht mehr viel Profil drauf. Er bleibt aber noch draußen. Navy kommt an die Box. Sama auch an die Box. Mr. Keys. Kommt auch rein. Und Calimero gibt jetzt Feuer, damit er vielleicht gleich an den übrigen da vorne vorbeifliegen kann. Hat natürlich die frischeren Reifen. Kommt jetzt an der Box vorbei. Wani immer noch draußen. Und Calimero jetzt aktuell Platz 2. Schönes Ding. Reifenbrot kommt jetzt auch dran vorbei. Navy kommt wieder raus. Basti, der kann jetzt versuchen, vielleicht noch vom Navy rauszukommen.
aber aktuell Platz 4, auch nicht verkehrt. Und ja, konnten sich vom Navy rauswinden. Fox aktuell Platz 7, Mr. Keys Platz 8, auf frischen mittleren Reifen unterwegs. Auch hier einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Streamer-Kollege. Na, alles gut? Bei mir soweit, ja. Ich freue mich, beziehungsweise ich bin gespannt, wie das Rennen hier abgeht. Bis jetzt war richtig knallharte und heiße Rennaction dabei. Underdog Andy, Platz 12. Oh, da kommt der Airbuddy wieder ein bisschen raus. Denk dran, Airbuddy, wenn du so ein bisschen ins Kiesbett kommst, dann sind die Reifen immer noch ein bisschen rutschig, weil ja noch ein bisschen Sand mit dran war, beziehungsweise Sand mit dran ist. Ganz vorne, Calimero war jetzt auch ein bisschen im Kiesbett, aber kann wieder rauskommen und ja, 4,9 Sekunden Vorsprung, schönes Ding, 5 Sekunden Vorsprung, das skaliert jetzt so ein bisschen. Ja, hat einen schönen Stint gefahren, beziehungsweise einen schönen Boxenstopp gemacht. Bisher läuft es für ihn sehr gut. Danach Reifenbrot, der den Warnie im Nacken hat. Beide auf Mittel unterwegs, aber beim Reifenbrot ist zwar noch ein bisschen mehr Sprit im Tank, aber da bauen langsam die Reifen ab. Ja, die kratzen langsam ein bisschen an. Das bedeutet, dass die Reifen schön heiß sind und bereit sind, benutzt zu werden. Ja, gucken wir mal ein bisschen in die Cockpit-Perspektive rein beim Warnie. Wunderschön, wie das hier aussieht. Jetzt versucht er wieder näher zu kommen. Danach haben wir Basti, Platz 4, der ja vor dem Navy rausgekommen ist. Ja, für den Navy läuft es heute leider nicht ganz so gut, aber ja, sind ja erst 20 Minuten rum, da geht noch einiges. Danach Fox, jetzt auf Platz 6 nach vorne gefahren, schönes Ding. Und Sama, der den Sabans hinter sich hat. Landi, der den Mr. Keys hinter sich hat. Andy Hayes danach. Airbuddy und Underdog Andy. Lord of G belegt aktuell den letzten Platz. Wer fährt welchen Reifen? Lord of G fährt Rennen weich. Calimero fährt Art auf weich gewechselt. Reifenbrot fährt auf Mittel aktuell. Genauso wie Warnie. Danach Basti auf weich. Navy auf Mittel. Und Fox auf Mittel. Danach Summer auf weich. Sabans auf weich. Landi auf weich. Und Mr. Keys auf Mittel. Andy Hayes auf weich. HPSR Airbuddy auf Mittel, Underdog Andy auch auf Mittel, ja, und das war's dann wieder. Ja, der Warnie mit einem schönen Ghostbusters-Design auf dem Auto. Gefällt mir.
Ich habe da noch gerade was. Eieiei! Reifenbrot, was ist denn da passiert? Danke, die M-Fahrer sind halt langsamer vorerst. Ja, natürlich, das stimmt. Da konnte sich jetzt der Basti noch vor den Reifenbrot setzen. Was ist denn da passiert, Reifenbrot? Ich wollte gerade nochmal kurz was nachgucken beim Awani. Ja, der hat sogar den Slimer vorne drauf, gefällt mir sehr. Ach, das erinnert mich an gute alte Zeiten, wo noch Ghostbusters lief. Oder auch an die schönen alten Ghostbusters-Filme. Fox auf der 6. Aber die Strecke gefällt mir. Nur ich muss sagen, ich bin froh, dass ich sie nicht fahren muss. Also mir gefällt sie dann, wenn ich sie nicht fahren muss. Mötley Crüe lese ich da. Wenn er die Band meint, dann finde ich klasse. Lord of G, der jetzt einen Platz gut machen konnte. Ei. Ja. Da kommt der Airbody doch noch mal näher dran. Ja, der rutscht aber auch sehr, muss man sagen. Ja, natürlich kaputt nicht. Die M-Fahrer sind auch vorerst langsamer, das ist halt so. Aber ich denke mal, es ist im Reglement mit drin, dass sie die fahren müssen. Oder irre ich mich da jetzt? Weil ich weiß ja an sich eigentlich nicht so wirklich was über euer Reglement. Ewani, der den Basti hinten dran hat. Na, da ist noch der Reifenbrot mit hinten dran. Mindestens 9 Runden pro Reifen, M und Weich. Danke dir für die Info. Wunderschön mit anzusehen, wie der Basti versucht, nach hinten abzuwehren und nach vorne versucht anzugreifen. Aber ich muss sagen, für mich kann die neue Woche meiner Meinung nach nicht besser starten. Denn ich muss sagen, gestern Platz 2 nach Hause gefahren in meinem Rennen, danach noch toll gestreamt und heute dann den Saisonauftakt. Also für mich gibt es keinen besseren Start in die Woche. Komm schon, Basti. Ja, er kommt näher. Und jetzt sitzt er neben ihn und kann dran vorbeiziehen am Aston Martin. Sauber. Wunderschön. Aber die Gefahr ist natürlich noch nicht gebannt. Moin Dexbags, danke dir fürs Einschalten. Danke dir auch für dein Follow, mein Lieber. GTRP Selika, ich hoffe, das spreche ich so richtig aus, auch danke dir für dein Follow.
Wahnsinn! Wahnsinn, wie der Basti hier am Aston Martin dann doch vorbeigekommen ist. Wunderschön. Danach Navy, der jetzt auf Platz 5 leider zurückgefallen ist. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß am Rennen. Und wer Lust hat, kann gerne zu uns auf den Discord kommen. Ich bin ja schon auf dem Discord. Ausrufezeichen HPSR, auf jeden Fall. Danke nochmal auch an dich, dass ihr mich mit ins Boot geholt habt. Macht mir großen Spaß, hier zu streamen. Und bisher gab es viele, viele coole Szenen und wir haben noch nicht mal ganz die Hälfte rum vom Rennen. Andy Hayes auf 11 aktuell. Danach Underdog Andy, Lord of G, der ja dann doch nochmal von Airbuddy gekommen ist, aber ich glaube, für einen Airbuddy läuft es heute nicht so ganz. Ganz vorne Calimero, der immer noch einen sehr soliden Job macht. Muss man sagen, der hat einen wirklich sehr tollen Boxenstopp hingelegt und konnte dann natürlich am zweiten und so weiter vorbeiziehen. Stark Basti Go, Hellcats, moin moin. Moin Ghost Warrior, danke dir fürs Einschalten. Schön, dass du hier mit in der Runde bist. Jetzt muss natürlich der Basti versuchen, eine konstante Zeit aufzubauen, kann sich aber langsam durch das Windschattenfenster aus dem Windschattenfenster rausziehen, dass der dem Awani natürlich keinen Windschatten gibt. Aber da hinten dran ist natürlich auch schon der Reifenbrot, der vielleicht auch am Awani vorbeiziehen kann. Fox mit einer 0,5 Sekunden Zeitstrafe, die muss er jetzt gleich absetzen. Aber wo ist denn die nächste Straflinie? Hier in WeatherTech. Da hinten dran Sama. Ja, hier vor der Startzielgeraden, beziehungsweise vom Startziel. Nach Sabans, Landi, Mr. Keys, danach Underdog Andy, Lord of G, jetzt auf Platz 12. Andy Hayes kommt an die Box. Der muss jetzt langsam rein, der baut vorne rechts der Reifen ab. Danach Airbuddy, der kann jetzt wieder überholen. Er kommt auch am Hayes vorbei aktuell. Calimero hat ihn umrundet. Basti auch. Basti baut langsam, ja, da setzen sich langsam die weichen Reifen dann doch ganz gut durch. Die der Warni natürlich nicht hat, aber der Warni hat die mittleren. Und das bedeutet natürlich, der kann ein bisschen länger draußen bleiben.
Umrundung steht an. Yep. Natürlich versucht der Andi sich mit nach vorne zu ziehen, indem er im Windschatten vom Reifenbrot bleibt. Das könnte auch vielleicht sogar gelingen. Die Hälfte des Rennens ist rum. Navy fährt aktuell konstant auf dem fünften Platz. Der hat den Fox hinter sich. Ah, der Sama ist direkt unmittelbar hinterm Landi. Der Sama hat die frischeren Reifen. Hey, da ist er über den Curb gekommen. Bisschen schwanken gekommen, aber bei dem passt noch alles. Und Air Buddy, der hinterm Basti aktuell ist, da hat er den gerade umrundet. Schönes Ding. Und da hinten ist der Reifenbrot aber doch ganz schön durchs Kiesbett wieder geflogen. Gelbe Flagge, Air Buddy hat sich gedreht, kurz vor der Startzielgeraden, beziehungsweise kurz vorm Startziel. Kann aber weiterfahren, ist nicht viel passiert. Danach Andi. Ja, davor Andi. Der ist da auch jetzt so, ja, so im Mittelfeld. Denkt bitte daran, immer schön auch auf die Nachzügler so ein bisschen aufzupassen. Denn natürlich habt ihr Vorrang, aber jeder hier darf das Rennen fahren. Deswegen muss man halt gucken, wie man am besten mit den Nachzüglern dann umgeht. Beziehungsweise wie man dann am besten an ihnen vorbeikommt. Klar, es gibt klare Regeln, keine Frage, aber jeder Teilnehmer darf das Rennen fahren. Lord of G jetzt aktuell auf Platz 12. Landi an der Box. Der kriegt frische, weiche Reifen drauf. Und tankt nach. Lord of G kommt dran vorbei. Ja, tankt fast voll. Beziehungsweise, ja. Da fehlt noch ein kleines Viertelchen. Und Reifenbrot. Ja. Warni. Reifenbrot hat. Der Reifenbrot hat einen Nachzügler dran, immer noch. Ja, das ist immer noch der Andy Hayes, okay. Basti kann sich mit 5,7 Sekunden langsam absetzen und Calimero mit 16 Sekunden Vorsprung. Aktuell auf Platz 1, also der hat ein bisschen Puffer, der kann mal durchatmen. Auch für den Boxenstopp ist das sehr gut.
Ja, der Reifenbrot jagt immer noch den Warnie. Und der Fox hat den Airbuddy hinter sich. Ah ja, der Airbuddy kommt wieder sehr weit raus. Aber ja, der hat heute echt zu kämpfen mit seinem Wagen. Go Navy! Ja, feuert mal den Navy an. Aktuell auf Platz 5. Aber der macht das echt gut mit seinen mittleren Reifen. Dann haben wir Reifenbrot. Ja, der jetzt wieder ganz nah an den Warnie rankommt. Bleiben wir mal noch ein bisschen länger drauf. Ja, der muss bald rein zum Nachtanken. Genau auch wieder Warnie. Noch 20 Minuten in diesem Rennen. Wunderschön. Ja, Reifenbrot kommt noch mal näher dran. Warnie ein bisschen raus. Aber es läuft alles super noch. Calimero jetzt an der Box. Vielleicht wird das schon der Schlussstint. Ja, beide kommen auch rein. Navy, der jetzt gleich langsam dran vorbeiziehen kann. Der kann nämlich noch schön draußen bleiben. Und die Reifen machen es auch noch mit. Gut, nur vorne rechts. Ist schon mehr über die Hälfte, ist schon gerade bei der Hälfte angekommen. Das heißt, vorne rechts könnte es sein, dass es langsam anfängt zu rutschen. Aber das wird er dann natürlich schon merken. Fox, Sabans, Warnie, wir haben ja schon mit Sommer, sind auch an der Box. Ich schaffe nicht mal 9 Runden auf Weich. Ja, das ist. Das ist schwer. Das kann ich, also das glaube ich dir sogar, weil die bauen recht schnell ab, muss man sagen. Da muss man aber dann auch vielleicht mal ein bisschen lernen, ja, Reifen schonender zu fahren. Ich weiß, es ist schwer, aber Frontantrieb, Mapel. Ja, ein Frontkratzer. Ja, die sind sowieso dann nochmal. Eieiei, die sind sowieso dann nochmal ein bisschen schwieriger. Muss man sagen.
GTRP Gantenbein, ja, eine muss ihn nehmen. Ach so. Einer muss ihn nehmen. Habt ihr auch so ein Auswahlverfahren mit den Autos oder wie läuft das bei euch? Bei der Spartan Racing League, die haben zum Beispiel ja so eine Art Auswahlverfahren, damit nicht jeder dasselbe Fahrzeug nimmt. Calimero jetzt wieder auf 1. Bahn der Box, frische mittlere Reifen, fast voll getankt. Ich weiß nicht, ob der nochmal reinkommt. Danach ein Navy. War jetzt an der Box. Frische mittlere Reifen, nö, aber keiner hatte den Mazda, also dachte ich, ach so. Ja, warum nicht? Ja, Frontkratzer. Hinterher ist man immer schlauer, mein Lieber. Hinterher ist man immer schlauer. Macht dir nichts draus. Das ist zum Beispiel bei der GT Lab jetzt meine zweite Saison, wo ich mit McLaren fahre. Und ja, ich muss sagen, so schön der McLaren ist, der Mazda 3 war im Daily Race super, aber hier schnell ist er und der Verschleiß ist in Laguna heftig. Auf jeden Fall, weil du ja sehr viel am Hang abbremst. Das muss man ja auch noch fairerweise dazu sagen. Danach Sabans, Sama. Ah, der kommt ein bisschen raus, verbremst dich. Komm schnell wieder raus. Denk dran, die nächsten Kurven könnten ein bisschen rutschiger werden. Wegen dem Sand. Ja, und Underdog Anni, der den Mr. Keys hinter sich hat. Da gefällt mir aber auch das Michelin-Design. Und jetzt kam er dann doch am Underdog Andy vorbei. Ui, beide sich so ein bisschen verbremst anscheinend, aber ja, Mr. Keys mit seinem Porsche kommt da super solide und sauber weg. Lord of G 13 aktuell und Airbuddy immer noch auf 14. Calimero fährt hier wirklich ein sehr solides Rennen. Jetzt wieder 14 Sekunden Vorsprung. Noch eine knappe Viertelstunde zu fahren. Also noch circa 14 Minuten. Danach Basti fährt jetzt auch ein super solides Rennen. So werde ich weiter. Split 2 ruft langsam. Schönen Abend noch alle. Danke, dir auch noch kaputt nix. Schön, dass du zugeguckt hast. Ah, da kam er jetzt ein bisschen raus. Aber alles trotzdem noch wunderbar. Ja, Basti, ich würde es dir gönnen. Platz 2, das war jetzt ein super solides Rennen. Ja, der Navy wird immer noch vom Fox gejagt.
Danke dir, GTRP Gantenbeiden, für dein Follow. Willkommen bei uns. Sommer aktuell auf Platz 8. Danach Landi, Mr. Kies, Lord of G jetzt Platz 11, Underdog Andy anscheinend dann doch noch weiter zurückgefallen auf 12, Haze auf 13, Airbuddy auf 14, hatten nochmal auf weich gewechselt, auf frische anscheinend. Und Haze, ja, bei dem läuft das noch mit den weichen Reifen. Ganz vorne, Calimero. Ja, bei dem, der kann jetzt, glaube ich, so wie das aussieht, dann durchfahren. Jetzt sollten nämlich alle dann den Schluss dann ballern. Basti. Das Tolle am McLaren Gruppe 4 ist, der hat ein 7-Gang-Getriebe. Nach Warney. Reifenbrot. Navy. Der den Fox hinter sich hat. Und da ist noch ein Nachzügler. Und zwar ist das der Haze. Der Andy. Oh, da driftet er jetzt. Aber passt noch alles. Airbuddy. Ja, für den läuft das heute wirklich nicht so richtig. Hab ich das Gefühl. Calimero ganz vorne. Der gleich noch einen umrundet. Ja, der hat heute ein echt solides Rennen gefahren. Also wenn das so weitergeht, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass das so weitergeht, dann wird er das Ding heute nach Hause schaukeln. Ohne Probleme. Danach Basti. Bonnie, der den Reifenbrot hinter sich hat. Ja, vielleicht geht da noch mal was. Aber da bauen auch schon vorne rechts langsam die Reifen ab. Navy. Hält sich wacker auf dem 5. Platz. Das muss man ihm lassen. Ich gehe mal davon aus, er versucht jetzt einfach den 5. Platz nach Hause zu schaukeln. Was natürlich auch nicht schlimm ist. Und was natürlich auch ganz gute Punkte gibt. Außerdem sollte hier bei so einer Veranstaltung natürlich in erster Linie der Spaß ganz vorne im Vordergrund stehen. Und da hat er... Mr. Kies. Ach, der Mr. Kies wurde gerade umrundet vom Calimero.
Lord of G, ja, versucht auch noch ganz gut durchzukommen. Andy kriegt die blaue Flagge. Ja, da ist der Basti hinten dran. Der hier auch ganz gutes, solides Ding fährt. Mit 3,5 Sekunden Vorsprung. Und da haben wir dann auch Lord G, der gleich umrundet wird, beziehungsweise der noch den Andy hinter sich hat. Da ist dann... Ja, da sind dann natürlich Platz 2, 3 und 4 hinten dran. Ja, Calimero, der vorne wirklich solides Ding fährt. Denkt dran, das Rennen ist noch nicht rum. Wir haben noch 6 Minuten. Basti hält sich immer noch wacker, aber ja, jetzt bauen langsam die Reifen ab. Da hat er jetzt Zeit verloren. Und da kommt dann Warney und Reifenbrot nochmal da vorne hinzu. Reifenbrot, ja, muss jetzt dann doch verstärkt bremsen, weil der Warney ein bisschen unerwartet gebremst hat anscheinend. Bis später dann. Bis später, mein Lieber. Viel Spaß hier beim Streamen. Da bleibe ich jetzt mal drauf, noch ein paar Minuten, ein bisschen, weil da könnte es jetzt noch mal sehr spannend werden. Warney jetzt im Windschatten von Basti. Aber Basti versucht natürlich immer noch ganz gut zu verteidigen. Da ist der Warney noch im Windschatten und der Reifenbrot. Wahnsinn, wie das hier aussieht, wie die durch die Kurve ballern. Und alle wunderschön durch die Kurve durchgekommen. Der Reifenbrot verliert so ein klein bisschen den Anschluss, aber Warney will sich den Basti krallen. Basti denkt sich aber, nein, ich will diesen zweiten Platz haben. Noch circa 3 Minuten zu fahren. Ah, da kam er jetzt ein bisschen raus. Und kann vorerst mal die Gefahr ein bisschen abwehren. Aber da vorne ist dann noch ein Nachzügler. Ja, der Reifenbrot kommt wieder näher. Basti musste ein bisschen gegensteuern, so wie ich das gesehen habe. Ja, da kann man ein klein bisschen raus. Und
Und jetzt wird versucht, weiterhin im Windschatten zu bleiben. Jetzt kommt er nochmal näher, aber Basti kann wieder vorne ganz gut Feuer geben. Ganz vorne fährt natürlich noch ein Nachzügler. Heftig ist nicht gesagt. Heftig ist nicht gesagt. Auf jeden Fall. Versucht nochmal näher zu kommen. Jetzt gleich steht die Umrundung an. Eieiei, der Airbuddy ist im Kiesbett. Aber auf der anderen Seite, ja, vielleicht ist er da jetzt ganz gut aufgehoben, wenn da die Dreierkette am Dings vorbeizieht. Und der Reifenbrot überholt noch den Warnie. Warnie dreht sich, Reifenbrot dreht sich. Und Basti kann da ganz gut durchkommen und kann erstmal nochmal kurz durchschnaufen. Warnie, der hat einen Frontschaden kassiert. Und Reifenbrot in Heckschaden. Da würde ich jetzt sagen, der Warnie hat so ein bisschen Reifenbrot angeschoben, beziehungsweise ist in den ein bisschen reingekracht. Was leider schade ist. Aber Unfälle können passieren. So sehe ich das zumindest. Denn wir betreiben hier nun mal Motorsport und wo gehobelt wird, da fallen nun mal Späne. Wer dreht sich da hinten jetzt quer? Achtung, gelbe Flagge. Das ist wieder der Airbuddy. Und dann heißt es, Basti, Glückwunsch, Platz 2, Warnie, Platz 3, Glückwunsch, Reifenbrot, Platz 3. Was ein Wahnsinnsrennen. Underdog Andy, Platz 11, Lord of G, Platz 12, Airbuddy, Platz 14, Calimero, Navy, Platz 5, Glückwunsch, Fox, Platz 6, Glückwunsch, Sabans Platz 7, Glückwunsch. Ansonsten sollte ich vorerst alle haben. Andy Hayes Platz 13. Sama Platz 8. Landi Platz 9. Und damit Glückwunsch an Calimero Platz 1. Schönes Ding. Mr. Keys Platz 10. Glückwunsch. Das müssen jetzt alle gewesen sein, Leute. Ja, damit herzlichen Glückwunsch, Calimero. 13 Positionen anscheinend gut gemacht. Glückwunsch ans Podium auf jeden Fall. So, macht's mir nach, Wiederholung speichern, ganz wichtig. Und wow, was ein erstes Rennen zum Auftakt hier in Laguna Seca. Wow. Ich kann mich nur bei euch bedanken, dass ich das Ganze für euch kommentieren durfte. Und ich werde euch jetzt versuchen, rüber zu schicken. Muss ich nochmal kurz gucken, zu wem ich euch rüber senden kann. Nein, Entity E-Racing, TTV, HPSR, das müsste es sein. Gut, dann würde ich sagen, ich schicke euch jetzt mal rüber. Ich kann mich nur nochmal dafür bei euch bedanken, dass ich euch streamen darf. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir und sehen wir uns beim nächsten Mal, spätestens nächsten Montag, zum nächsten Rennen der HPSR. Mein Name ist Florian, ich bedanke mich nochmal erneut und wünsche euch alles Gute.